Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir sind hier auf Route 18 beim Angeln. Route 18 mittlerweile, Leute. Nicht mehr Route 17. Oder ist das noch Route? Nein, das ist Route 18 schon. Müsste. Wir können ja mal kurz nachsehen. Nach dem Pokémon. Die Karte müssten wir ja dabei haben. So, Goldini, Wachstum kriegst du nicht ab. Das ist nämlich Voltregaria. Und jetzt sind Drachenhieb und Drachenwachstum fertig. Dann haben wir noch ein Rasierblatt. So, sehen wir mal nach. Karte. Route 18 sind wir schon, ja. Nein. Superangel. Viel haben wir nicht mehr, Leute. Selbst wenn jetzt noch jedes Mal ein Pokémon kommen würde, würden wir es noch in dieser Folge schaffen. Das Angeln ist definitiv heute vorbei, Leute. Ob Ultrigaria das jetzt noch schafft? Ja doch, Ultrigaria müsste das eigentlich noch schaffen. Bin ich zuversichtlich. Vielleicht verzweifelt. Ich glaube nicht mal, dass es verzweifelt. Glaube ich nicht. Ich meine, es hat doch 20 Mal Zerschneider, mindestens 10 Mal Rasierblatt. Das heißt, noch mindestens 30 Pokémon kann es besiegen. Bevor es verzweifelt. Und ich glaube, das reicht tatsächlich aus. So, als nächstes verschwindet jetzt erstmal oben der linke Rand. Dann taucht rechts der Zaun auf, beziehungsweise das Ende des... Nein, erst taucht jetzt beim nächsten Feld rechts der rechte Rand auf. Dann verschwindet links der linke Rand und zeitgleich taucht rechts, glaube ich, der Zaun auf. Dann haben wir noch ein paar Mal angeln und fertig. Genau. Ein Krabi. Rasierblatt. So, noch ein paar Mal angeln, dann sind wir. Haben wir zumindest auf der rechten und linken Seite gleich viel geangelt. Also oben, auf der oberen und unteren Seite. Und ich glaube, dann sehen wir auch schon fast das Ende rechts, oder? Thank you.
Wir haben das Ende zumindest nicht von oben her gesehen, als wir oben geangelt haben. Also muss es halt noch ein bisschen weiter sein. Bin gespannt, wie viel weiter. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So. Das letzte Mal. Oben war jetzt das letzte Mal angeln. Und jetzt sind wir weiter. Und es ist noch nicht mal die halbe Folge um, Leute. Carpador kriegt einen Zerschneider. So, jetzt ist die Frage, was kommt zuerst? Das Ende rechts oder dass das Ende links verschwindet? Also das Wasser oben. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal ein Carpador. Nicht mal der Stiefel. Okay. Es verschwindet zuerst das Wasser oben. Tentacha. Oder es passiert beides gleichzeitig. Das könnte auch sein. Nein, es passiert nicht gleichzeitig. Aber zumindest ein Schild sehen wir. Das ist das Ende. Okay, wir haben... Es passierte doch gleichzeitig, denn das war das Ende. Wir wussten es nur noch nicht. Die letzten paar Mal angeln, Leute. Außer rechts ist noch ein Teich, wie gesagt. Das muss ich dann noch nachsehen, aber ich glaube nicht. Nicht mein alter Stiefel. Das vorletzte Mal angeln. Nicht mehr der Stiefel. So, was passiert hier jetzt beim letzten Mal? Ein Kirby zum Abschluss hätte ich gern. Okay, dann halt nichts. So, wie sieht das jetzt hier aus? Okay, da sind wir schon in Fuxania City. Und hier ist nichts. Das war's, Leute. Wir sind fertig. Dicker Schaufler. Ach ja. Dafür muss ich ja in Gebäuden oder so sein. Dicker Schaufler. Okay, ich muss offenbar wirklich in einer Höhle sein. Na gut, dann egal, fahren wir zurück. Ich bin ja schon auf dem Fahrrad. Fahren wir jetzt erstmal nach Prismania City. Denn ich würde gerne wieder eine Folge des einarmigen Banditen machen. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht daran, dass ich gerade nicht auf dem Bildschirm sah. Ich schaue öfters mal weg. Das geht tatsächlich sehr einfach. Wenn man einfach nur nach oben fahren muss. Oder bei ähnlichen Aktionen. So, das war's mit dem Radweg.
Dann können wir auch die Angeln wieder wegräumen. Die brauchen wir vorerst nicht mehr. Erstmal Pokémon heilen. Wunderbar, Dankeschön. Ein voll entwickeltes Pokémon hatten wir jetzt nicht dabei, oder? Nein. PC von Winder. Nach dem Ablegen, die Superangel kann weg. Den Rest lassen wir. Ja. Aber ich möchte den Detektor wieder nach oben. Ich hätte das vielleicht erst tauschen und dann... Ja, hätte ich machen sollen. Denn jetzt muss ich ihn so Stück für Stück nach oben tauschen. So. Den Münzkorb brauchen wir noch. Aufnehmen. Wisst ihr was? Ich möchte mal sortieren. Haben wir die 02? Ja. So. Das war's mit Sortieren. Beim nächsten Mal mache ich wieder eins. Dann haben wir das immer ein bisschen sortiert. Vielleicht sollte ich die anderen Gegenstände erstmal nach oben. Ach, egal. So. Für den Rest der Folge und für die ganze nächste Folge gehen wir jetzt noch in die Spielhalle. Ich möchte wieder hier oben spielen. Der hat uns sehr viel Glück gebracht, Leute. Wie lange geht die Folge eigentlich noch? Keine 5 Minuten mehr. Fast. Fast. Naja. Wieder fast. Mal fast. Fast. Hatte ich beim letzten Mal irgendwie bessere Augen oder was? Ich krieg das irgendwie gar nicht mehr hin. Oh nein. Das ist das Schwerste. Ich hätte es fast gehabt. Hey, 15 Münzen, super. Ach komm. Fast. Immer so knapp. Das war irgendwie komplett daneben. Das auch.
Naja. Mist. Oh nö. Jetzt habe ich ihn da hochgekriegt. Vorhin hätte ich es mal gebraucht. Immer diese doppelten Chancen und dann kriege ich da nicht mal was. Und auch immer so knapp, seht ihr das? Nur den Bruchteil einer Sekunde später und es hätte schon gereicht. Nein! Schon wieder! So knapp! So, letzte Runde für heute, Leute. Tja. Dann speichern wir mal. Und wir sehen uns dann morgen in der roten Edition wieder. Oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao!